Ja, Freunde, und schon habe ich wieder eine klitzekleine Planänderung. Und zwar eine positive. Zum einen werden wir hier drauf die Fleischhäuchen machen. Und zum anderen das Bratal. Na, sieht man, sie sehen es ja jetzt doch, ja, sieht man gut. Auf seinem 20 Euro Smoker. Nein. Nein, der war kostenlos. Den habe ich mitgenommen. Der war kostenlos. Ja. Den habe ich mitgenommen. Also auf dem. Mein Kumpel an der Motor schafft. Klappe auf dem Billigsmoker. Definitiv. Aber das Ding sollte funktionieren. Solange ich den bediene, weil ansonsten haben wir wieder. Schwarzes Fleisch. Schwarzes Fleisch. Er sagt es, er nimmt es mal aus, das Wort aus dem Mund. Ja, und das mache ich jetzt. Da ist noch eine Kiste mit ein bisschen Holz. Das werde ich noch hacken. Und dann erstmal den Smoker ordentlich anfeuern und gucken, dass der Temperatur bekommt. Bevor wir hier jetzt allerdings auf Fleisch drauf haben können, muss ich erst noch abwarten, bis das, naja, komische Anzündholz, Bauholz, was weiß ich was, das war da drin, erst einmal komplett runterbrannt ist und dann, ja, das gute Holz erstmal schön angefeuert ist. Jo. Deckel werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit über offen lassen, ja, damit es nicht so extrem durchqualmt und mein Bauch gluckert ohne Ende. Vielleicht hat man das ja sogar im Video gehört, ich habe Hunger und ohne Ende, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Ja, wie gesagt, noch ein bisschen runterbrennen lassen, dann das andere Holz, was ich vorher gespalten habe, mit leichter Verletzung nachschichten und dann können wir da unseren Braten drauf tun. Aber hier kommen jetzt dann nachher gleich die Häulchen drauf. Dann können wir schon mal was mampfen. So, Leute, also das Gammelholz ist jetzt rausgebrannt. Ja, ein bisschen rauchen tut es, ganz klar. Das können wir jetzt nicht vermeiden. Und dann hauen wir jetzt unser Bratal drauf. Paar Minuten fett eingepackt. Ja, wahnsinnig. Das ist ja fast wie bei mir. Oh. Schön gesmoked nachher. So. Den hauen wir ziemlich weit hinten. Einfach so platzieren. Nachher einmal drehen. Ja, und immer wieder Holz nachlegen. Genau. Ja, geht auch so. Temperatur irgendwas bei 110, 120 Grad. Das muss ich jetzt erstmal ausprobieren, wie ich das am besten hier mache. Alle einfach ein bisschen antoasten. So, Leute, mehrfach gedreht schon. So langsam, ja. Ja, ich sehe noch, hier muss ich auch noch mal ein bisschen. Und dann wird Mitte runtergedreht und dann das auf indirekten Bereich weiter toasten. Jawohl. Schauen wir mal rüber zum Smoker. Hau da ruck. Also hier tue ich immer wieder mal ein bisschen Holz nachschieben. Aber ich denke, das Bratal hier wird ein bisschen länger brauchen. Genau. Hauen wir mal hier den Deckel ein bisschen zu.
gut ist. So, hier drüben kein Rauch, sehr gut. Und die Temperatur ist auch ein bisschen angestiegen. Aber wir werden hier jetzt uns die Teile noch mal angucken. Und ja. Das kommt davon, wenn man zu viel ratscht. Aber alles gut. Alles gut. Sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Ja. Oh, machen wir die Mitte aus. Und lassen wir sie jetzt in der Mitte nur noch indirekt. Und genau. Leckerli. Hier schauen wir auch noch ganz kurz noch mal rein. Jetzt muss ich aber auch mal gucken. Oi, sieht aber schon mal ganz gut aus. Also nicht so grauenhaft wie bei dir. Ja, bei mir war es aber auch 5 Stunden. So, jetzt kommt noch das kleine Extra hier drüber. Schreit ihr mal da hinten ein bisschen leiser? Danke. Furchtbar. Furchtbar. Also wie gesagt, das Creme Fraiche einfach mit ein bisschen Olivenöl noch verdünnt. Und fertig. Das kommt dann über das Braterl auch drüber. Wenn es hier jetzt soweit passt und schmeckt. Das ist jetzt sozusagen der Testlauf. Ja, Leute, dann eigentlich bloß noch ein paar klitzekleine Minütchen und dann können wir schon essen. So, meine Lieben, die sehen jetzt soweit gut aus. Herrlich, herrlich, herrlich. Na ja, gut, ein bisschen Käse ist rausgelaufen teilweise, aber das lässt sich nicht ganz verhindern, aber es hält sich definitiv in Grenzen. So. Den lasse ich jetzt an. Mache in der Mitte wieder an. Dann kann das ausbrennen. Drehen wir noch kurz hoch. Dann kann der nämlich wieder komplett schön ausbrennen. Und nachher werden wir dann höchstwahrscheinlich das Braterl. Ich nehme jetzt die ganze Schüssel mit, so wie sie ist. Das Braterl auf den Gasgrill stellen und da fertig machen. Sieht das nicht geil aus? Richtig, richtig lecker. Gehen wir essen. Was bist du wahrscheinlich? Zu kompetent. Da würde ich wahrscheinlich nur leckere Sachen machen. Ja, Leute, hier sind wir nun. Ein lecker Kartoffelsalat gibt es wieder dazu. Jeder darf sich jetzt hier so einen Teil nehmen und dann ja, werde ich jeden einzelnen Anschnitt natürlich mitfilmen. Mhm. So. Ja, klar, natürlich, ich wollte es auch immer grüßen. Also ich nehme mal jetzt hier einfach eins weg. Ja. Ja, ich weiß nicht einmal, welches das ist. Ja, macht doch nichts. Bitte schön, jeder darf sich selber nehmen. Manu, schmeiß mir irgendeins auf. Irgendeins. Oh, sieht man das von mir? Oh, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ach, ja, dann zoom ich mal her. Kamera einstellen. Oh Gott, das ist wieder ein Drama heute hier. Ich glaube, man kann es sehen. Den schneiden wir jetzt einfach mal in der Mitte komplett durch. Ich glaube, das ist erstmal der Kamera einschalten, oder? Ja, die sieht doch gut aus. Und zerfällt auch schon. Boah, geil. Manu, mach du die Nummer 2? Ja. Warte mal, aber das sieht der Teller nicht von Manu, oder? Ja, die Cam tue ich dann schon rüber. Nehme ich gleich in die Hand die Cam. Sobald ich einen Kartoffelsalat auch drauf habe.
Also wir haben uns entschieden, hier zu essen, an dem kleinen Tisch. Einfach weil es uriger ist und weil hier schön Schatten ist. So, halt! Halt! Die schneidet hier an ohne Kamera. Oh. So, wieder zurückzoomen. Und jetzt machen schönen Mittelschnitt, dass wir sehen, wie das Zeug rausläuft. Wenn es rausläuft. Ja, es läuft. Es läuft. Ja. So ein bisschen läuft es also, raus. Da hast du recht gehabt, dass der Käse, nee, du hast gesagt, der verläuft schön. Ja. Hier sieht man es besser. Läuft da richtig schön raus. Sieht es gut aus. Ja. Ja. So, ich glaube, da fällt meins, ha? Ja, schneid auch noch auf. Aber ich sing dazu. Nein, du singst nicht, du hältst die Klappe und schneidest auf. Wenn es läuft, dann läuft es einmal bei mir. Oh Gott. Ach. Schau's dir an, so richtig schön. Aus, aus, aus. So, und dann probieren wir mal das Ganze, ob das auch schmeckt. Also den Finger habe ich schon abgeschleckt, das hat richtig gut geschmeckt. Mhm. Mhm. Hier habe ich gerade ein Stück Bacon-Paket mit Käse. Mhm. Wer braucht? Kartoffelsalat noch. Mhm. Den hatte ich. Ein ganz einfacher Kartoffelsalat, nur mit Essigöl. Einfach nur lecker. Mehr braucht es dazu auch gar nicht. Also ich bin hellauf begeistert. Meine Schwiegermutter ist jetzt 90 und seitdem macht sie den Kartoffelsalat so. Was seit sie 90 ist? Ja, schon immer. Ein Leben lang noch nie irgendetwas verändert in dem Kartoffelsalat. Also Kartoffelsalat mit Tradition. Einfach nur lecker, Leute. Ja, wenn man so eine Quasselstrippe im Hintergrund hat, ist es furchtbar, ich weiß, aber hilft ja nichts. Und nein, ich blende keine Übersetzung ein für den. Machen wir Untertitel. Das wäre die Übersetzung. Ja. Leckerli. Ja. Dauer jetzt, keine Ahnung, wie lange das drauf war. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Alex, wo war jetzt der Rapp her? Ich darf doch keine Werbung machen für den Lidl, oder? Das ist doch mir egal. Ja. Also ganz, so ein ganz einfacher Rapp vom Lidl. Funktioniert genauso, schmeckt auch lecker. Ja. Fertig, Punkt. Bis nachher, wenn es dann mit dem Fleischbrocken weitergeht. Komme ich daher, will die nächste Aufnahme machen und dann ist der Akku leer. Da ist nichts mehr drin. Oh, Frechheit. So, jetzt gucken wir mal schnell rein und messen mal Temperatur. Ja, der Grill ist mittlerweile auch höher gegangen. Oh. Ja. Wir haben mittlerweile eine KT von knapp 56 Grad. Deckel zu, weiter geht's. Wo ist meine Pampe? Hier ist meine Pampe. Ich habe gerade vorher gemessen, 72 Grad KT. Und dann tun wir das jetzt auch noch hier ein bisschen einklabustern. Dann ist das ganze Ding ja eigentlich auch schon bald fertig. Warum habe ich eigentlich noch den Löffel hier drin? Und das mache ich jetzt zweimal. Und dann ist das Ding eigentlich auch schon soweit fertig. Da. So, jetzt reicht's. Haha, sieht das geil aus. So Leute, da liegt das Prachtstück. Und Hunger haben wir eigentlich gar keinen mehr.
aber ich schneide das Ding jetzt auf. Und ja, eine Scheibe teilen wir uns jetzt noch. Da machen wir noch ein gemeinsames Probiererle. Dann kriegt der Alex einen Teil und er hat auch noch gesagt, wir sollen den Rest mit heimnehmen. Ja, dann machen wir das jetzt mal. So. Jo, geht da richtig elegant durch. Ja, dafür, dass das so ein stumpfes Messer ist. Oh, und der Rauchring, Leute, endlich mal wieder einen richtigen, originalen, geilen Rauchring. So. Da machen wir jetzt drei Stückle draus. Einmal. Zweimal, dreimal. Oh, das riecht bis darüber. Jo. Und dann gibt es noch das gemeinschaftliche Probiererle. Ah, guck mal. Ich habe mein Probiererle. So, Leute. Das gemeinschaftliche Probiererle. Warte, halt, ich muss den Bauch einziehen, sonst scheißt es gleich stinkt. Ja, komm mal näher, komm mal näher. Man sollte dich im Display sehen. Kommen Sie näher? Ja, Prösterchen. Zu dritt. Mmh. Lecker. Mmh. Siehst du, man kann auch genießbare Ware auf diesen Smoker machen. Ja, Leute. Ich sage mal, Alex, danke, dass wir da sein durften. Ich sag mal Dankeschön für das ganze Grillen. Du hast ja Speis und Trank. Du hast die beste Arbeit gemacht, besser kann man es wirklich nicht machen. Und das ist ehrlich. Mhm. Und deine Röllchen oder Roller, was Besseres hätte man gar nicht machen können. Und aus dem Fetzer Fleisch noch etwas Geileres machen, wäre gar nicht möglich gewesen. Ja. Also, man kann auch aus günstigen super Sachen richtig geiles Zeug zaubern. Genau. Würde ich mal so sagen jetzt. Mhm. Du bist schon wieder draußen aus dem Bild. Also, in dem Sinne, was sagst du dazu? Ja, lecker. Ganzen? Richtig lecker gewesen. Richtig heute. Lecker, sehr schön. Und ja. Und vielen Dank. Wie gesagt. Ja, bitteschön. Danke, dass du gekommen bist. War schön. Den Rest tun wir einpacken. Alex morgen, wir morgen. Und ich sage mal, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alex hat ja gesagt, er wird hier noch ein riesen Haus bauen. Nee, kaputt. Ach so. 6 Quadratmeter. Ja, also. Ach so. Ich vergaß. Wir haben ja unser Häusle schon da hinten stehen. Richtig. Ja. Also gut. In dem Sinne. Wahrscheinlich wieder Küchenvideo als nächstes. Leider. Oder wir kommen einfach nochmal hierher. Ciao, ciao. Däumchen nach oben. Zwei Daumen nach oben.